Herzlich willkommen zu meinem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten uns einige Gestaltungsmöglichkeiten des Rahmens angesehen, wie man also einen Rahmen um ein HTML-Element setzt. Und diesmal möchte ich euch zeigen, wie man einzelne Seiten ansteuert. Und das macht man, indem man in diese Property, die also eine Eigenschaft von einem CSS-Element definiert wird, indem man dort einen Top, einen Left, einen Right oder einen Bottom hineinsetzt. So, und das ist ganz einfach. So, wir haben hier unseren Rahmenlinie um diesen ersten Absatz herum, den wir hier unten dann ausgedruckt haben oder dargestellt haben. So, und das Ganze sieht zur Erinnerung nochmal so aus. So, jetzt werde ich als erstes mal hier diese rote Rahmenlinie, die werde ich kleiner machen. Dazu gehe ich in meinen Identity Selector rein und mache aus den 15 Pixeln für die Rahmenbreite, mache ich wieder ein Pixel, damit das schön aussieht. So, und hier oben bei p.fat, da gehe ich jetzt rein und sage, ich möchte nur auf der linken Seite eine Rahmenlinie haben. Und da gebe ich jetzt einfach ein P Left und hier auch, Moment. Oder, nee, Moment, ich zeige euch das mal anders. So, ich gehe in die Rahmenfarbe hinein und gebe dort ein Left einfach nur. Und so. Und speichere das ab. Jetzt müsste die linke Rahmenlinie, die müsste er lila zeichnen. Und was er mit dem Rest macht, das sehen wir dann gleich. So, und ihr seht, die linke Rahmenlinie ist tatsächlich lila. Der Rest der Rahmenlinie ist schwarz. So, wenn ich die jetzt auch noch wegmachen möchte, dann kann ich das so machen. Also ich möchte nur die linke lila Linie stehen lassen, dann gebe ich hier in diese beiden Elemente auch einfach ein Left mit ein. Upsala. Speichere das Ganze wieder ab und lade das. Und jetzt seht ihr, hat der mir hier nur noch diese Rahmenlinie stehen lassen. Das ist natürlich nur der sichtbare Teil. Die unsichtbare Rahmenlinie, die besteht weiter und die wird bloß nicht mehr dargestellt, weil sie weder eine Farbe noch eine Breite hat. So, deshalb sieht man die nicht, aber die ist schon noch da. Das ist zwar jetzt für uns, für die Gestaltung, die optische Aufbereitung nicht wichtig, erstmal nicht, aber später, wenn es dann so um das Programmieren geht, dann wird das schon sehr sinnvoll, ne? Dass man darauf achtet. Gut, aber das ist eine andere Sache. Jetzt kann ich das Ganze noch mit einer Hintergrundfarbe kombinieren und dann sieht das schon fast gut aus. Und da nehme ich mal ein leichtes Rosa, ein Light Pink. Und wir schauen uns das Ganze an, wie das aussieht. So, und jetzt hat er mir hier eine schöne Box gesetzt. So. Macht jetzt noch nichts weiter. Es stimmt, die Abstände sind auch nicht schön. Also das ist keine gute Gestaltung. Da sollte mindestens noch ein bisschen Abstand zum Rand sein zwischen dem Text und dem Rahmen. Aber das zeige ich euch auch noch, wie man das machen kann. Jetzt soll uns das hier erstmal genügen. So. Ein paar andere Sachen möchte ich euch noch zeigen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und könnte sagen, ich möchte rechts auch noch irgendwas haben. Und dann muss ich nicht wieder alle Befehle schreiben, sondern ich kann einfach reinschreiben border-right. Und dann gebe ich zum Beispiel an, sagen wir mal, 2px, dann dotted direkt dahinter. Und dann, na, welche Farbe möchten wir haben? Nehmen wir mal einfach dieses quietschige Grün, was wir schon mal hatten. Lime, also Limonengrün.
Obwohl das keine Limone sieht so aus, aber. So. Und jetzt müsste der mir hier hinten auf der rechten Seite, da müsste er mir jetzt gepunktet und in so einem quietschenden Grün auch eine Linie setzen. Und siehe da, ja, man sieht das jetzt nicht so gut, aber denke, es ist schon zu sehen. Hier hinten hat er mir jetzt eine Linie reingesetzt. Also ich kann das Ganze auch nochmal größer machen, was weiß ich, auf 8 Punkte, dann sieht man das besser. So, ja, zum Beispiel. Ja. Sieht nicht gut aus, aber interessant und vielleicht kann man das ja irgendwann mal in eine bessere Gestaltung einbauen. Gut, und so könnt ihr das ansteuern. Ihr könnt eben auch hier statt Left oder Right könnt ihr Top und Bottom reinsetzen, könnt dort die Linien gestalten. Das wird auch häufig gemacht, nur weil das dann gleichzeitig so eine Art Trennlinie ergibt. Zeige ich euch nochmal. So, ich habe jetzt einfach hier meine Rahmenlinie, die hinten saß, die habe ich jetzt einfach nach oben gesetzt. Und ja, so, und das ist wie eine Trennlinie. Ne? Das ist schön. Und jetzt zum Beispiel hat er auch den Text von dem Rand weggerückt. Warum das so ist, das erkläre ich euch dann im folgenden Video, wenn es um das Boxmodell geht. Gut, und so könnt ihr eben Rahmen gestalten für alle Elemente, die es in HTML gibt. Und zwar mit CSS, mit diesem Style. Gut, das war's für diesmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann zeige ich euch, wie man die Ecken abrundet von solchen Boxen. Das gibt nämlich auch schöne Effekte. Und das hatte ich euch ja auch gezeigt, nämlich hier zum Beispiel auf meiner Minecraft-Seite mit dieser Infobox. Ja. Gut, bis zum nächsten Mal.